Juhu und herzlich willkommen zu Super Mario Sunshine. Übrigens möchte ich mich im Voraus schon mal entschuldigen, falls irgendwie vom Sound was scheiße sein sollte. Wo ist die kleine Kackiwurst, die das Yoshi sehen wollte? Hier, ne? Hallo, Düde. Bist du das? Hä? Hä? Wie kommt man denn zu... Was sind das für Geräusche? Nein, oh mein Gott, diese fette Ding steht direkt neben mir. Hä? Weil, oh mein Gott, geh weg. Kannst du bitte sterben gehen? Boah, ekelig. Weil ich musste doch eigentlich... Was soll das? Ich musste den Tussel mit dem Yoshi, weil ich wollte das Jump and Run machen. Ja, scheinbar geht's nicht. Ja, hässlich. Okay, mach ich halt nicht. Dann mache ich das irgendwann anders. Kein Problem. Oh Gott, was soll dieses Geräusch gestimmen? Auf jeden Fall hoffe ich jetzt, dass es mit dem Sound einigermaßen funktioniert, weil in den letzten Parts ist es immer mega abgebrochen. Und das ist irgendein Problem, was ich einfach momentan nicht lösen kann, weil ich keine Ahnung habe, woran es liegt. Ich habe schon in super vielen Foren gesucht und es wird auf jeden Fall mit meinem neuen Interface zusammenhängen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich vorher dieses Problem mit dem alten Steinberg-Teil nicht habe. Also ich habe jetzt ein neues Teil von Steinberg, das ist eigentlich ziemlich ähnlich, nur mit mehr Ports. Und ja, ich finde es ziemlich scheiße, dass es jetzt nicht geht. Deswegen muss ich schauen, dass ich das irgendwie auf die Kette kriege. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen umgestellt und so ein Gedöns, aber irgendwie will es trotzdem nicht so ganz funktionieren. Also dachte ich mir einfach so, YOLO-Scheiße, nimm es jetzt auf und informiere es einfach mal die Leute darüber. Außerdem habe ich eine neue Brille und sehe super sexy damit aus. Sorry, das musste jetzt irgendwie sein. Bing! Okay, so, weil wir holen uns jetzt erstmal die ganzen versteckten Sterne, die wir jetzt durch die neu freigeschalteten Drüsen endlich nehmen können. Woo! Und ich habe wieder eine 100-Münzen-Quest gemacht in Parco Fortuna. In Parco Thunfisch. Ah. Ja. Auf jeden Fall fand ich das im letzten Part sehr doof. Ne, ich glaube im vorletzten Part, weil da mega viele Stellen abgeschnitten waren. Also, dass ich so richtig coole Sachen rausschneiden musste. Und das hat mich voll aufgeregt, weil da richtig lustige Sachen bei waren und so. Und dann so weg. Oh, boah, ich bin zu dumm, ey. Ich kann einfach nicht lenken. Okay, warte, ich stelle mich einfach gerade davor. Dann mache ich einfach gar nichts. Was ist das? So, bjing. Mega hingecharged und so. Und habe ich schon gesagt, dass ich eine neue Brille habe. Neue Brille. Ah, ah, ah. Oh, nee. Ich dachte, das wäre nett. Ekelhafte Scheißwurst. Oh nee, muss ich das mit dem Turbo-Ding machen? Wahrscheinlich, ne? Ching! Oh mein Gott. Da muss man ja Abstände einschätzen. Das ist ja ganz widerlich. Oh mein Gott. Ich glaube, man muss immer da abspringen, wo der rote Rand ist oder so. Muss ich... Ach so. Ah, das wird aufgeladen. Ja dann. So, ich mache das einfach immer am letzten Ende. Weil dann scheint es ganz gut zu gehen. Nein! Ist es dein Ernst? Das ist ja richtig widerlich. Wir sterben, ey. Ich hasse dich. Okay, aber wir werden das schaffen. Ich meine, das war der letzte Sprung. Das dürfte kein Problem sein. Oh, ich krieg das so einen richtigen Anfall. Oh, wieso springe ich jetzt schon? Oh, wieso springe ich jetzt schon? Bin ich doof irgendwie? Nur, das müssen wir dann echt gucken, ob wir es am Ende so hinkriegen. Weil man muss da ja, glaube ich, auch nochmal hochspringen, um diesen Schein überhaupt zu kriegen. Und das stelle ich mir schon ziemlich ekelhaft vor. Weil ich meine, ihr habt ja gesehen, dass der Stern so in der Luft steht. Vielleicht muss ich dann einfach Pause drücken und die Drüse loslassen. Wieso bin ich jetzt so scheiße? Ich verstehe das nicht. Eben war das so easy. Da habe ich beim ersten Mal einfach fast direkt geschafft. Und jetzt bin ich so kacke. Und jips. Jips. Und jips. Und jips. Wow, oh mein Gott, ich habe es wirklich geschafft mit dem Springen. Ich hätte mir das niemals zugetraut, dass es wirklich klappt. Nur ich denke auch, dass es was ein bisschen, also dieses stimmenabgehackte Ding, sie auch ein bisschen mit der Asynchronizität zu tun hat. Deswegen hoffe ich, dass beide Probleme gleichzeitig gelöst werden könnten. Das wäre nämlich wunderschön. Wunderschön. Und so. So, hier kann man nämlich auch hoch. Und wenn man das säubert, dann kriegt man auch geile Shitty-Kacke. Wisst ihr Bescheid? So, nein, da wollte ich gar nicht hin. Aber auch okay. Tja. Ernsthaft. Oh, jetzt krieg ich auch noch Schaden, oder was? Häslon, Häslon. Ich möchte da nicht hin. Ich möchte hier hin, genau. So, aber jetzt können wir die sauber machen. Und dann gibt's, glaube ich, auch einen Schein. Das wird sauber. Das ist ja voll dreckig und ekelig. Wieso geht das nicht sauber, das Ding? Warte mal. Vielleicht mache ich das irgendwie falsch. Wahrscheinlich darf ich nicht genau da drunter stehen. So, warte. Nein. Oh Gott, ey. Wird schon doof. Und doch so dürfte es aber gehen, oder? Es wird schon weniger. Yes, du bist gleich sauber. Spüre die Hygiene! Oder so ähnlich. Das jetzt aber? 3 Jahre später, ey. Oh Gott, muss ich jetzt nach ganz oben? Oh ne! Hä? Wie jetzt? Was ist los? Kann ich hier so gegendommen? Nö, kann ich nicht. Hä? Ah, okay, warte. Man muss bestimmt hier irgendwo reingehen.
Wo muss ich reingehen? Es gibt ja immer diese komischen Kanäle. Hier sowas zum Beispiel. Ich glaube, wir sind hier richtig. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, komm. Fährt's nach oben. Bjing. Woo. Beep, 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 beep. Ich mache immer so coole Weep-Geräusche. Das macht mich glücklich. Ah, sorry. Ich bin manchmal ein bisschen gammisch, muss ich ja sagen. Aber ich mag Weep-Geräusche. Weep-Geräusche sind schön und daran erfreue ich mich. Derer erfreue ich mich. So ganz hochtrabend ausgedrückt. Warte, wie komme ich da hoch am besten? Ich weiß nicht, ich versuche das mal so ein bisschen seitlich. Nein! Ernsthaft? Warte, ich probiere mal, ob ich so vielleicht hochkomme. Natürlich nicht, natürlich nicht. Egal, komm, Judo. Dann machen wir es hier nochmal. So. Dann gebe ich hier drauf und dann mache ich das genau nochmal so awesome wie eben. Aber diesmal mit einem Safe State. Okay. Nein, das war scheiße. Mann, wieso kriege ich das immer beim ersten Mal so perfekt hin und danach nie mehr? Das ist so gemein. Okay, perfekt. Weil dann können wir das eigentlich auch noch säubern. Das ist ja so quasi das Inzeichen, also das super Symbol der City. Und deswegen muss das ja auf jeden Fall sauber sein. Guck mal, wie schön. Oh, das sieht so hübsch aus, wenn es sauber ist. Dann ist es nicht so angespannt. Guck mal, ich komme mir richtig toll vor. So die Putzfrau der Welt irgendwie. Wo soll ich das denn jetzt holen? So 3 Meter weg. Ach du shitty Kacker. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wie ich da dran komme. Ist hier irgendwie so ein Loch oder sowas? Nee, natürlich nicht. Ich sehe einfach gar nichts. Ist das gerade dein Ernst? Ich hänge da auf jeden Fall gerade irgendwo drunter, aber... Hallo? Boah, geh doch kacken. Oh, danke. Mein Gott, ey. So, warte, ich probiere es mal von hier aus irgendwie. So, das scheint schon mal ganz gut gewesen zu sein. Da will ich auch noch rein. Ich glaube, man muss da mit Yoshi hinkommen oder irgendwie sowas. Weil da war, glaube ich, auch so ein versteckter Schein. Ich weiß es nicht ganz genau. Komm schon. Was? Hä? Fliegst du 3 Meter weg? So, warte. Das muss ungefähr in der Mitte sein irgendwie. Jing. Weep, 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 weep. Wieso kommt das nicht direkt am Anfang? Das ist so geil an. Aber diese Röhre, die machen mich schon ein bisschen nervös. Würde ich schon ganz gerne hingehen. Nur der Part ist gerade so mega produktiv. Guck mal, jetzt ist es sogar in der Vorschau schön. Och, ist das hübsch. Ich glaube aber, es gibt noch eine Glocke. Ja, ich glaube, das ist die hier, die man noch säubern muss. Dann dürfen wir das nämlich hier auch mal machen. Oh, warte, ich muss nur die... Und boah, das vergesse ich aber auch immer. Ich denke dann immer, ich hätte die von vorher noch dran. Habe ich aber gar nicht. Dann ist das eine ganz fiese Lüge und ich weine dann. Oder so ähnlich. Okay, jetzt. Jing. Och, ernsthaft. Ich hasse das. Wieso falle ich immer daneben? Das ist doch erbärmlich. Ja, ey. Komm, jetzt geh doch kacken. So, jetzt aber. Boah, Gott, ey. 3 Jahre später. So, gehst du jetzt bitte auch dahin? Nein, ich will nicht... Oh, ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht, ich will einfach nicht. Ich immer so voll die Aggro-Tusse. Ich will nicht nach da ganz oben. Ich möchte. Ist das so schwer zu verstehen, was ich möchte? Ist es das? Mann! Ey, das ist doch nicht wahr. Vielleicht kann man das einfach gar nicht so lenken und muss erstmal dahin. Oder man macht so. Okay, so, jetzt erstmal Safe State. Ich hab keinen Bock, wieder runterzugehen. Das wäre ja die größte Schisse ever. So, gehst jetzt bitte sauber. Gehst jetzt bitte sauber. Wird die überhaupt sauber? Ja, doch, ein bisschen. Dauert nur 3 Jahre. Oh Gott, wenn mein Wasservorrat jetzt vorher leer ist, dann reg ich mich auf. Das wäre voll unnötig. Darf ich extra wieder runtergehen, nur weil der Wasservorrat so weg ist? So, yay, cool, danke. Gehst du jetzt bitte mal wäsch? Bist du jetzt bitte mal sauber? Bist du? Ja! Ich finde es so super, dass wir ganz viel Zeug kriegen, auch wenn ich nichts dafür machen muss. Ich glaube, das ist für euch bestimmt so mega langweilig. Es passiert einfach so gar nicht. Oh, nee. Ich glaube, das mache ich von unten. So, ich hole mir jetzt erstmal Wasser. Weil nachher heißt es so, oh, es kann Wasser mehr, kannst gleich sterben, du bist hässlich. Och man, ich hasse es, dass der Sprung so quasi verloren geht, wenn man noch im Wasser drin hängt. Weil ich bin nicht so der Pro da drin, genau dann hochzuspringen, wenn ich sehe, dass es vom Timing her stimmen sollte. Weil da bin ich nicht so ernsthaft. Jetzt, wo ich nach ganz oben will, fliege ich auf die verdammte Glocke. Das ist doch einfach nicht wahr. So, jetzt hier. Boah, was? Geh doch einfach sterben. Ach man, ey. Wie soll ich die Kacke denn hier machen? Ich würde mich gerne auf den... Boah, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Ich verreck gleich, ernsthaft. Das wäre ja so behindert. Was zur Hölle? Wie geht das bitte? Ich sterbe gleich wirklich. Oh mein Gott. Okay. Hä? Nein, nein, nein.
nein, 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 ich war so weit. So, jetzt bin ich aber hier. Jetzt bereitet euch davor, dass ich diesen Stamm hole. Woo, yes. Oh mein Gott, ey. Ich würde so gerne tanzen manchmal. Einfach so tanzen. Hört sich voll random an. So, yeah, ich sitze in der Folge und das woo, woo, yeah. Und so. Ja, das ergibt Sinn. Ich habe zu meiner Mutter heute gesagt, wieso hast du mich als Kind nicht in eine Breakdance-Gruppe gezwungen? Weil ich würde voll gerne Breakdance tanzen, aber es ist halt irgendwie voll anstrengend. Ich meine, also nicht im Sinne von, das ist ja so anstrengend, da muss man sich bewegen, sondern eher im Sinne von, dass es so schwer ist, noch reinzukommen, weil ich bin ja jetzt 17 und voll viele fangen ja eher so im Alter von 12 oder so an, sowas zu tanzen. Und dann ist es voll schwer, da bei den Leuten erstmal reinzukommen, weil die anderen so richtig viel können und du kannst einfach gar nichts, weil du neu dazukommst. Und das finde ich irgendwie total garmisch, weißt du? Das mag ich nämlich einfach nicht. Also nicht so nicht zu können, aber es dauert einfach voll lange, bis du mit den Leuten irgendwann mal auf einer Ebene bist. Und das finde ich sehr anstrengend, wenn die dann immer so denken, boah, die zieht uns voll runter, die kann gar nichts. Dann denke ich mir immer so, ja, muss ja nicht unbedingt sein. Okay, warte. What? Was ist denn das? Okay. Mysteriöse Shit. Muss ich mal gucken, was damit ist. Ist hier irgendwas, wenn ich runterfliege? Bing! Oh mein Gott. Cool. Man kann einfach Vega mit seinem Arsch da drauf stampfen und dann kriegt man einen Stern. Das ist ja cool. Also wenn ich einen Stern kriegen würde fürs Arschstampfen, dann wäre ich gut in der Welt aufgehoben. What the fuck? Was ist das denn schon wieder? Aber wieso gibt es sowas in unserer Welt nicht? Wieso kann man nicht einfach mit dem Arsch stampfen und trotzdem glücklich sein? Wieso findet man das Glück nicht im Arschstampfen? Es ist schwer, glücklich zu werden, aber durch das Arschstampfen könnte man ein Glück erlangen, was in der realen Welt nicht möglich ist. Ich weiß, ich bin super tiefgründig, man merkt es. Ja genau, weil da kommt man hier rein, weil das ist das, was ich ganz am Anfang versucht habe. Oh! Oh yes! Oh, geil! Ich wusste gar nicht, dass das existiert, weil ich suche ja andauernd offscreen nach blauen Münzen und sowas. Und das ist ja voll geil, dass ich das noch nicht wusste, weil jetzt habe ich sie gefunden. Woo! Finde ich toll. So, weil da oben, dieser Typ da, der kümmert sich halt darum, dass wir da rüber geworfen werden. Und das wäre schon ganz wichtig. So, komm her. Wo bist du? So, das sind scheiße Vögel. Ich sehe sonst noch irgendwas. Warte, ist hier oben eine Glocke drin? Ah ne, das ist das mit Yoshi, wo man so eine blaue Münze kriegt. Das habe ich nämlich auch schon gemacht. Alles, was mit blauen Münzen zu tun hat, habe ich einfach schon längst gemacht. Yippie! Hä? What the fuck? Was war das denn? Hä? Oh toll, eben hatte ich eine Münze und jetzt nicht, oder was? Das ist ja voll beschissen. Jetzt darf ich mir erst noch mal eine Münze holen, nur weil der mich so scheiße geworfen hat. Anusloch. Wieso bist du so eine kleine Scheißwurst? Du bist ja voll Assi-Typ, ey. Oh Mann. So, von dem lasse ich mich jetzt aber nicht nochmal verscheißen. Erstmal ein Safe-State machen, die kleine Furzwurst. Wow, diesmal sogar getroffen, ey. Voll der schlechte Werfer, ey, verkackt hier voll. So, ich glaube, wir haben jetzt schon 4 Sterne oder so. Ich finde es schade, dass ich das in dem einen Level nicht mehr gekriegt habe, weil ich glaube, sonst hätten wir die Welt schon komplett gehabt. Finde ich voll geil, weil das war Paco Fortunfähig, Dingens Scheiße. So, ich glaube, eine Sache kriegen wir noch, weil ich habe gelesen, hier ist eine Insignie am Strand. Wuiu, weil dann holen wir uns wenigstens noch die. Weil ich finde es ganz gut, wenn wir hier auch mal so langsam ein paar Sachen vervollständigen, weil ich hier noch gar keine Sachen geholt habe. Und da, in diesem kleinen Kämauchchen drin, da konnte man auch durchflitzen und da hat man dann auch so eine geile blaue Münze gekriegt. Aber mit blauen Münzen habe ich sowieso noch viel zu tun, da bin ich mir sicher. Ich meine, ich habe schon 109 oder sowas, aber es wird trotzdem noch ordentlich Arbeit werden, das sage ich euch. Und hier gibt es halt auch noch ein paar Insignien, aber wir schaffen das schon alles gut. Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, weil ich finde, wir haben schon ziemlich viel geschafft dafür, dass ich das Spiel spiele. Okay, dann würde ich sagen, das wär's für diesen Part. Ich hoffe, es gab nicht so viele Audioprobleme und es hat euch gefallen. Also bis dann, bye!